Oh, Entschuldigung. Mahlzeit. 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 Wo seid ihr hier? Der Ostertag war zu. Ole! Ich hasse diesen scheiß Ostermarkt. Es sind noch 183 Tage, dann ist ein Tag. Ja, mit dem Pilz, pass mal auf, der Chef hat gesagt, wir sollen nicht mehr erwischt werden, aber ich wollte nicht so eine Kaffeetasse. Ach komm, der säuft doch selber. Der ist auch Chef. Deshalb heißt er ja auch Chef. Deswegen ist er Chef. Ja, ich habe gehört, im Heidepark ist dieser, wer ist der, Bongo? Bongo, ja. Rambo. Bimbo. Bimbo, glaube ich. Der ist irgendwie gefeuert worden, der wurde hier bei dem Böhmermann da verscherbelt. Und jetzt ist der Job frei, das wäre doch was für uns. Hast du Abi? Nein. Brauchen wir das? Ja, klar, ist drüben. Ist im Westen. Drüben brauchst du Abi. Ich meine, ich wäre schon lange weg aus der Scheiße hier, wenn ich mal einen vernünftigen Anschluss gemacht hätte. Nur Scheiße drin, alternativen Fakten. Ja, da ist ja gar keine Zeitung mehr. Ja, wirklich. Was ist denn das hier? Warum hat Bremen 730 und die 115? Ja, das ist so, ne? Dieser Spritpreis. Das ist ja gar nicht mehr. Oder warte, ich gehe auch nicht mehr wählen. Das bringt ja alles nichts. Nee, es wählt die Folie runter. Das ist wie früher. Danke, Merkel. Der sage ich überhaupt nicht danke. Für was denn, ey? Die haben es auch alle verraten. Wurde rüber gemacht. Jetzt Bundeskanzlerin. Hier, du hattest doch hier ja, Lotto Stocken. Kannst du mal hier klicken? Ja? Das habe ich auch, glaube ich. Oh Gott, ist ja widerlich. Geh zum Arzt, Junge. Ich hab's dir noch gesprochen, du hast den falschen Anzug. Ja, vor schon Ralf. Ja. Das liegt doch an deiner Claudia, oder wie die heißt. Ach. Die, mit der war ich hier letzten Jahr wieder bei Energie, also da hat er mal ein bisschen Fußball gucken, ja. Hast du bei Bayern ausgeführt? Ja. Wir haben ja Jahrestag, wir haben uns ja kennengelernt damals beim Spiel gegen Bayern nach 15 Jahren. Ja, ein Jahr nach meiner Scheidung. Von Claudia. Hast du die Videokassetten mitgebracht? Für die Kinder? Ja. Meine Kinder? Das eine ist nicht klar von mir. Ist. Ich hol die ja. In der nächsten Folge nochmal diskutieren. Ich hab gehört, du darfst ihn nicht mehr sehen. Entschuldigung. Ich seh's nicht an. Ja. Was ist das eigentlich für ein defekter Butter da? Ich meine, er sieht doch scheiße aus. Das ist ein Ostermarkt hier und kein Butterzentrum. Boah, nur noch 185 Mal Ostern bis Weihnachten. Ja, wenn ihr Blümchen als Cowboy. Ich sag euch, der Otter, der ersetzt uns. Wir werden alle ersetzt von Ottern. Alle lieben Ottern. Wo ist der Otter? Vor allem der hier vom Naturhistorischen Museum, der scheiß Otter. Die haben die Kinder immer gemocht. Ja, mit dem Blümchen. Ja, hier, wisst ihr, wo ich richtig gerne arbeiten würde? Hier im Harz, da, Pullman City. Das ist so eine Westernstadt. Traum. Ich hab, die ist wie eine Kassette da. Ich könnte dich hier der Macht trauen. Ja, dann behalte die doch. Wenn du auf Cowboys stehst. Mach dir doch nicht einen schönen. Zeig dir doch Claudia. Guck mal, ja, in der Ranch auch von mir. Ich glaub, das wäre geil. Und das Indianermädchen rote Feder. Wie ich der Mann gefunden, der gerne wäre. Januar, Mitarbeiter des Monats. Das bin ich gewesen. Du warst Februar. Ich dachte, du bist Februar. Februar war gut. Das war schon 2 Jahre her. Ja, Februar. Schön 3 Tage weniger gearbeitet und trotzdem besser sein. Ja. Ja. Schön, ja. Kriegst du trotzdem voll bezahlt. Gab ein Päckchen Moncherie. Mit der Dingskirche. Mit Piemontkirche. Ja, aus der Schweiz. Wir sind aus der NATO raus, ne? Ja. Aber wenn ich Piemontkirche haben will, kann ich das ja auch. Besser ist es. Wir sollen ein bisschen auf uns selber achten. Scheiß mal, ist wichtig. Ja, wenn wir auch aus der NATO rausgehen, dann sprechen wir hier bald wieder Russisch, wie damals mit dem Honecker. Lieber Moskau als Scharia. Ich sag ja, lieber hier Cottbus, ne? Und Eisenhüttenstadt. Das ist eine ordentliche Ecke. Ja, was? Wer ist Hotspot? Was? Nee, Cottbus. Cottbus. Ach. Ey, ich hab gehört, man kann jetzt irgendwie alles heiraten. Ja, selbst letztens. Aber es wird alles gesagt. Haben sie gesagt im Radio. Weiß nicht, aber du kannst jetzt alles heiraten. Du kannst die Melone heiraten, du kannst den Tisch heiraten, du kannst alles heiraten. Aber es wäre gut, wenn er vorher. Ja, kannst du ja noch wen anders heiraten, wenn du Lust drauf hast. Du kannst Claudia heiraten und morgen kannst du auch noch einen Tisch heiraten. Alter. Ja, aber das wäre noch mehr Jason. Ich möchte sterben. Da hänge ich fest besser. Naja, nichts, dass du ein L Ende. Oh, ich glaub, das ist ein bisschen noch raus. Oh, dicke. Wo ist der Hütenstadt?